Mein Name ist Bernd Wollschläger. Ich bin in Deutschland geboren, in Bamberg. Und bin aufgewachsen als Nichtjude. Bin zum Judentum übergetreten, nach Israel ausgewandert. Und bin ein israelischer Staatsbürger und war auch in der israelischen Armee gedient. Ich bin Jude aus dem Herzen und vom Herzen sage ich denjenigen, die über das Shabbat-Projekt wissen wollen, dass das Shabbat-Projekt nicht nur eine Checkliste darstellt, wo man einfach eine To-Do-List sozusagen, wie man in Amerika sagt, sondern eine Möglichkeit ist, sich selbst zu verbinden mit dem inneren Gefühl, mit dem inneren Frieden. Und für mich zum Beispiel, Shabbat ist eine Möglichkeit abzuschalten von dieser hektischen Welt, auch nur mein Handy auszuschalten, ist für mich eine Möglichkeit, mich mit mir selbst zu verbinden, diesen inneren Frieden zu finden. Und das ist für mich der Shabbat. So, ich motiviere euch und ich motiviere sie, das Gleiche zu tun, und ich hoffe, dass sie es wenigstens einmal schaffen werden, einen ganzen Shabbat mit sich selbst zu verbringen und mit dem Hashem zu verbringen. Vielen Dank.